Moin Leute, David von iDesignish hier. Heute möchte ich euch doch mal zeigen, wie ihr so eine Zahntube erstellen könnt. Ist relativ einfach und dauert nicht lange und deswegen springen wir mal gleich rein. Als erstes nehmen wir uns ein Spline-Werkzeug, also unser Spline-Tool und gehen hier auf Kreis. Den Kreis ziehen wir uns ein bisschen kleiner und zwar wir gehen hier auf Skalieren und wählen hier die Mitte an. Und ziehen einfach ein bisschen kleiner, nicht zu klein. Ich denke mal, so ist okay. Ihr könnt es später nochmal anpassen, wie ihr wollt. Dann kopieren wir uns den mit STRG-C, STRG-V und drücken mal Leertaste. Dann habt ihr euer altes Werkzeug wieder ausgewählt und verschieben das. Sag mal so ungefähr. So ist gut. Dann verbinden wir die ganze Chose. Wir gehen auf NURB, also auf unser NURB-Tool, gehen dann auf Loft NURB, weil Loft NURB verbindet zwei Splines und dann ziehen wir die rein. Voilà, haben wir sowas hier, schon mal so eine Röhre. So, dann wählen wir uns den letzten Spline hier aus und kopieren ihn nochmal mit STRG-C, STRG-V und ziehen ihn ein bisschen weiter. So ist erstmal okay. Jetzt, wenn wir den Radius verändern, verändern wir den ganzen Radius des Kreises. Das wollen wir nicht haben. Deshalb gehen wir auf Ellipse. Ellipse, sprich, wie der Name schon sagt, können wir jetzt oben und unten verändern. Dementsprechend nehmen wir den Radius Y jetzt und machen den ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist erstmal okay. Dann kopieren wir uns den wieder. STRG-V, C, STRG-V. Packen wir ein bisschen weiter weg und ziehen nochmal ganz klein. Ich denke, so ist okay. Und dann packen wir die zwei auch nochmal hier rein. Wichtig ist, ihr müsst das unterhalb des Kreises packen, weil wenn ihr das beispielsweise jetzt oberhalb packt, okay, würde auch klappen. Ja, okay, dann unterhalb ist es so, weil dann unterhalb, dann nimmt er halt andere Splines als Ausgangsposition und das wollt ihr halt nicht. Deswegen packt die neuen Splines einfach hier oben. So, und jetzt haben wir schon mal so ein Hinterteil vom Ball. Dann nehmen wir uns mal den letzten Spline, ziehen ihn ein bisschen weiter. Und wir müssen mal gar nicht weiterziehen. Wir nehmen dann beispielsweise mal unser ersten Splines. Also Kreis 1, Kreis wählen wir aus, dann drücken wir erst der G und dann Kreis 1. Dann hat er quasi beide selektiert. Und die ziehen wir mal ein bisschen kleiner nochmal. Ich denke mal, so ist auch in Ordnung. Ich denke, der Spline hier muss noch mal ein bisschen kleiner gemacht werden. Und hier weiß ein bisschen zurückziehen. Ich denke, so ist doch erstmal in Ordnung. Das können wir nochmal verändern, wie wir wollen. Dann wählen wir uns den Spline hier aus. Weil jetzt machen wir die. Also jetzt haben wir ein Ende gemacht, jetzt machen wir den Anfang. Jetzt drücken wir erst der G. Allerdings wählen wir jetzt nur den Kreis an und ziehen den hier mal ganz kurz nur einen kleinen runter. Dann haben wir den auch kopiert. Was allerdings das Ziel des Spiels ist, dass wir das hier unten reinziehen. So quasi. Dann ist er nämlich schon verbunden automatisch. Jetzt, wenn ihr es verschiebt, dann verschiebt ihr schon automatisch diesen Stein. So, jetzt machen wir uns den ein bisschen kleiner mit Skalieren. Skalieren mal ein bisschen und ziehen ihn ein bisschen weiter nach vorne. So, dass ihr quasi eine Rundung bekommt. Dann machen wir es nochmal. Erst der G. Und dann ziehen wir nur den ein bisschen nach vorne. So dass es auch kein Entscheid wird, sondern einfach nur gut. Wenn mir jetzt immer klappt, jetzt gerade nicht. Wie noch sei, ihr müsst es einfach nur da unten reinfügen. Dann ziehen wir den nochmal ein bisschen raus, ein bisschen weiter diesmal und ziehen ihn mal ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist in Ordnung. Ja, ein bisschen größer. Ich denke, so sollte in Ordnung sein. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. So, dann drücken wir nochmal erst der G und dann nochmal kopieren. Ah, siehst du, jetzt klappt's.
Und jetzt ziehen wir das nochmal raus. Ein bisschen rausziehen. Also Tuben sehen ja alle gleich aus, aber wenn ihr jetzt keinen Plan habt, wie die aussehen, könnt ihr auch gerne mal googeln danach. Allerdings, ich mache es mal so, wie ich das im Kopf habe bei mir. Das heißt, ein bisschen rausziehen, dann Kreis 2 nehmen, wieder kopieren und ein bisschen weiter nach vorne ziehen und dann ein bisschen größer skalieren. Ich denke, so ist es in Ordnung. Dann kopieren wir den wieder und ziehen ihn nur ein bisschen nach vorne. Nicht so viel, so ungefähr. So, jetzt wollen wir das wieder runter skalieren. Allerdings müssen wir die genaue Größe haben vom alten Spline. Und daher nehmen wir uns den Spline, den Kreis 2. Also, da wir den ja schon hier hinten hatten. Und kopieren ihn uns nochmal einfach. Also das heißt dieselbe wie im Grün. SDRG und dann einfach runterziehen. Und wenn ihr das verschiebt, seht ihr, die Größe bleibt identisch. So ungefähr. Dann nehmen wir uns hier den großen Spline nochmal, weil das wollen wir jetzt nochmal wiederholen. Die Skalierung und ziehen ihn runter. Und ziehen ein bisschen weiter raus wieder. So. Dann kopieren wir uns den wieder. Ja. Reinkopieren. Und schieben ein bisschen weiter nach vorne. Dann nehmen wir uns das kleine Ding wieder. Kopieren uns das. Und ziehen es natürlich wieder raus. Das macht ihr prinzipiell so lange, wie ihr wollt. Heißt, jetzt beispielsweise nehmt ihr wieder euren großen, kopiert diesen, machen wir nochmal so, gleich lassen wir es. Das heißt, wir kopieren nochmal kurz einmal, so, und ziehen es dann klein wieder und kopieren. So, jetzt haben wir das so. Jetzt wollen wir, dass es natürlich nicht geschlossen ist. Deshalb nehmen wir den kleinen und kopieren ihn uns wieder mal und skalieren den mal ein bisschen, damit man quasi eine Wand bekommt und ziehen das dann einfach nur rein. So wie ihr haben wollt. Und jetzt seht ihr, ist da halt ein Loch. So, und das war das Ganze auch im Grunde. Ja, das sieht eigentlich ganz nett aus soweit. Jetzt, von der Tube her war es soweit. Jetzt wollen wir allerdings noch ein paar kleine Feinheiten machen. Also wir werden noch eine Textur drauf machen. Allerdings können wir jetzt das Ganze mal so als, dass da halt die Creme vorne rauskommt. Ganz kurz, was wir noch machen ist, also wir gehen hier, dass wir das auswählen können. Und drück mal STRG A, also STRG und dann A. Dann haben wir alles ausgewählt und machen das mal, kopieren das mal. Das heißt Alt G. Dann haben wir das mal als ein zusammen. Jetzt können wir das mal umbenennen und mal in Tube. Und wir machen uns mal ganz kurz ein Lightroom. Unser ganz normales Spezialding wieder. Das heißt, wir gehen unser Spline, nehmen ein Linear Spline. Mittlere Maustaste in die rechte Ansicht und dann ziehen wir uns einfach mal so einen rechten Winkel, ja. Und dann hier und dann rechte Maustaste, Punkt hinzufügen, machen wir hier einen Punkt und ungefähr hier einen Punkt, gehen wir auf den Spline, gehen von Typ auf B-Spline, damit sich halt der Typ beim Spline verändert. Und dann werden wir uns das noch ein bisschen zurechtziehen. So ist dann vorne. Und nehmen uns dann unser Spline und kopieren uns das. STRG C, STRV. Und dann gehen wir unser ganz normales Objektwerkzeug, ziehen uns das ein bisschen breiter
heißt das hier ungefähr so, ist okay, denke ich mal. Und dann werden wir es verbinden. Das heißt, unser NURB-Werkzeug und LoftNURB und die beiden Splines und reinziehen. Voilà, haben wir jetzt eine kleine Leitung. Also, beziehungsweise erstmal Ebene, Boden, dann Textur geben wir gleich noch alles und Licht und so weiter. Ich brauche nur allerdings erstmal einen Boden. Deswegen nehmen wir uns unsere Tube. Dann nehmen wir uns die mal, drehen uns die mal erstmal ein bisschen zurecht, wie wir die haben wollen. Also mir geht es in erster Linie erstmal darum, dass wir halt einen Boden haben, damit wir das, die Creme, die wir darauf verteilen, dass es halt ungefähr passend aussieht. Das heißt ungefähr so. Ja, würde ich mal meinen, es liegt auf dem Boden. So, und jetzt machen wir die Paste. Und zwar, das geht ganz einfach. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, es hier an die Tube gehen und die Splines auch ein bisschen kleiner, wenn ihr haben wollt. Das könnt ihr halt machen, wie ihr wollt. Ich zeige euch jetzt aber mal ganz kurz nur, wie es geht. Und jetzt nehmen wir ein Spline, nehmen unseren Linear-Spline, gehen nochmal in die Mittelansicht, dann gehen wir mal in die Frontansicht, sodass wir das Bild von der Seite haben. Und ziehen uns dann einfach mal so Linien, beziehungsweise wie wir die Paste dann verteilt haben wollen. Ich denke mal, eventuell, ja, machen wir es so. Dann gehen wir nochmal in die Umansicht und werden mal so ein klein paar Schlangenlinien reinmachen. So. Jetzt also machen wir Spline und weil der ja so ein bisschen eckig ist, wollen wir den als B-Spline auch haben. Das ist dann so ungefähr. Dann nehmen wir unser Objektwerkzeug, weil momentan ist das Spline noch nicht da, wo wir haben wollen, und ziehen ihn einfach dorthin. Und jetzt ungefähr, ja, sieht doch schon mal ganz okay aus. So ein bisschen gewürstelt. Dann nehmen wir uns ein NURB, nehmen wir uns den Sweep NURB, weil im Sweep NURB, wo haben wir den? Ja, oben. Weil der Sweep NURB, der praktisch kombiniert zwei verschiedene Splines. Das heißt, wir haben jetzt unseren Spline, unsere Linie hier, und wollen die rund bekommen. Das heißt, wir nehmen ein Spline und gucken jetzt, okay, welche Form soll der Spline hier jetzt annehmen. Das heißt, so rechteckig, dann nehmen wir ein Rechteck, soll es ein Kreis sein, also soll es rund sein, dann nehmen wir das als rund, könnt ihr als Viereck haben, wie ihr wollt, aber Kreis passt halt. Und dann packen wir unser Spline hier rein und unser Kreis hier rein. Jetzt ist natürlich der Kreis sehr groß, deswegen ziehen wir uns den Radius kleiner. So ungefähr, dass es passen könnte. Ja, das ist okay. Wir werden das noch gleich ein bisschen ändern. Ja, so sieht doch schon mal okay aus. Ja, so sieht doch nicht schlecht aus eigentlich. Ich werde das vielleicht noch ein bisschen justieren. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr den, also NURB habt und dann den Spline, den Kreis oben und den Spline darunter. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. So, jetzt werden wir noch mal ganz kurz mal ein bisschen tweaken. Das heißt, wir gehen in unser Punktewerkzeug und können die Punkte hiermit so ein bisschen verschieben. Gehen noch mal in die Ansicht nach oben. Ja, hier, das finde ich okay. Hier werden wir hier das ein bisschen ändern. Ja, genau. Ja, so ist doch super.
Dann haben wir das ein bisschen als Wurst. Ja, so sieht doch schon super aus. Eventuell nochmal, damit es nicht ganz so, ne, eckig alles ist. Ne, ich glaube, da sind zwei versteckt. Ja, das ist. Die zwei, da vermischt es natürlich. Das wollen wir auseinanderhalten. Ungefähr so. Ja, so ist doch in Ordnung. Jetzt haben wir das Problem natürlich, dass hier am Ende des Splines, das ist halt einfach nur abbricht. Das wollen wir jetzt nicht haben. Deswegen gehen wir in unser NURB rein. Also um das Ganze zu variieren. Und gehen dann hier auf Details, öffnen den Reiter. Und hier haben wir dann so eine Spur, die wir verändern können. Wir klicken halt einfach drauf und dann können wir quasi verändern. Und das heißt, hier vorne ist der GC, damit es weg ist. Z. Also skalieren hier vorne ist dann hier vorne und hier hinten ist quasi das Ende. Und wir wollen nur das Ende so ein bisschen verändert haben, deswegen klicken wir mal hier rauf. Und hier und ziehen dementsprechend dann das Ende ein bisschen kleiner. Und so haben wir es dann in etwa. Eventuell ein bisschen kleiner ziehen, ja. Ja, so ist auch in Ordnung. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass es so immer noch ein bisschen zu sehr zu scharf ist, die Kurve. Deshalb gehen wir mal ein bisschen zurück. Und ziehen das alles mal ein bisschen. Ja, so ist doch in Ordnung. So, voilà, haben wir das schon mal so. Dann machen wir noch ganz kurz den Tubendeckel. Und der geht ganz fix. Da machen wir uns ein Objekt, ein Zylinder. Und den Zylinder können wir uns aus einer Suche nutzen, eine Größe aussuchen. Wir gehen erstmal unser Objektarbeitungswerkzeug und können uns das mal ein bisschen haben, wie wir es wollen. Ich denke mal so. Ja, ich denke mal, man müsste es so vorstellen. So ist doch eventuell in Ordnung. Dann können wir hier noch ein paar Rundungen reinmachen. Deckflächen Rundungen. Rundungen. Nicht zu viele. Meinetwegen nur 3. Das ist in Ordnung. Und dann, ja, lassen wir es erstmal. Dann wollen wir es noch ganz kurz verändern. Und zwar, wir gehen hier in unser Objektwerkzeug und gehen die Segmente ein. Und zwar, ich möchte das so haben, dass es so ein bisschen gesqueezed ist in der Mitte. Das heißt, ich gehe mal auf 20. Vielleicht mal auf 10. 10 könnte passend sein. Ich gehe mal auf 5. 5 ist ein bisschen 6. 6 ist gut. Okay, nehmen wir 6. Dann gehen wir auf unser Punktwerkzeug-Tool, drücken C beim Zylinder und gehen hier auf Selektion und dann auf Loop-Selektion und wählen den mittleren an, damit es ausgewählt ist und skalieren uns das einfach mal ein bisschen. Machen wir es mal so und dann machen wir es bei den anderen genauso. Heißt, den skalieren wir uns nur ein bisschen an, ja, Quatsch, strgc z zurück, den skalieren wir nur ein bisschen und dasselbe machen wir mit den hier anderen auch. Und zwar unser Selektion, Loop, auswählen, skalieren, und skalieren. So ist es fein. Dann gehen wir wieder in unser Objektwerkzeug. Jetzt können wir unser Objekt mal in unsere Tube tun. Und auch unser Sweep-Nerb in die Tube tun. Somit, wenn wir die Tube anwählen, haben wir alles ausgewählt. Und jetzt wollen wir den Zylinder packen wir noch auf den Boden.
Weil da schwebt jetzt ein Luft. Und den will ich auch hier hinten haben. Machen wir mal ein. Ja, hier. Ja. Machen wir es hier. Okay, die Tube ist jetzt ein bisschen groß. Dann scrollen wir das gleich einfach nochmal runter. Auf jeden Fall steht er jetzt auf dem Boden. Ja. Und das erscheint mal nur kurz zur Textur. Das heißt, wir gehen hier rein in unsere Textur und wählen uns erstmal eine Farbe aus. Also unsere Basic-Farbe. Basic-Farbe machen wir mal weiß. Spiegelung machen wir mal auf 10. Jetzt ist es so, dass wir unser Luftwerkzeug nehmen, also unsere Tube, nicht alles, nur das hier, und drücken wir C. Und jetzt wählen wir unser Werkzeug aus, unser Polygonwerkzeug, denn wir wollen jetzt nicht alles auswählen, sondern nur einen Teil davon. Das heißt, wir gehen jetzt in unser Selektionswerkzeug, wählen unsere Selektion. Machen dann hier das Ende, wählen wir an und drücken dann einfach UY die ganze Zeit. Ja, nicht so schnell. Und zwar machen wir so lange, bis wir nur diesen vorderen Teil haben. Und da packen wir das Weiß drauf. Dann. Ja, und dann drehen wir das mal um, die Selektion, auf Selektion gehen und dann auf Invertieren. Jetzt haben wir das da. Und jetzt bei der, weil wenn es inventiert ist, gehen wir hier auf, packen wir hier das Weiß hier auf. Und jetzt haben wir quasi, seht ihr schon, zwei verschiedene Farben praktisch auf den verschiedenen Dingern hier drauf. So, jetzt wählen wir uns hier unsere erste Selektion an. Und jetzt machen wir ein neues Objekt, also neue Farbe, gehen dann auf Alpha, um was Transparentes zu finden, gehen auf Textur, Bild laden. Ich hatte mir was runtergeladen und zwar LMAX Textur, wie ihr sehen könnt, gleich, ach Quatsch, egal. Also, Alpha, jetzt habt ihr das als Alpha, jetzt wollen wir aber nicht weiß haben, sondern unsere normale Textur haben. Das heißt, wir gehen auf Farbe, Bild laden, machen dasselbe in grün. Dann haben wir. Also, diesmal kein. Und okay, lassen wir doch erstmal Alpha weg. Okay. Das war doch kein PNG, das war dann einfach mit weißem Hintergrund. Also gut, das mit Alpha könnt ihr sparen. Geht einfach auf Farbe und wählt euer Ding aus. Und dann machen wir unten unsere Ebene und ziehen die hier rauf. Jetzt habt ihr das Problem, Anführungsstrichen, dass die Textur auf der falschen Richtung ist. Das können wir ganz einfach beheben. Dann gehen wir nochmal in die Textur gehen. Unsere Farbe, dann auf Textur. Auf, also was wir auswählen können, dann auf Ebene gehen, dann rein in die Ebene, in die Textur, dann auf Effekt gehen und auf Transformieren. Und jetzt könnt ihr den Winkel hier bestimmen. Da ich weiß, wie der ist, dann mache ich das bei mir minus 90 Grad. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das jetzt umgedreht. Hier seht ihr die Maus schon mal so ein bisschen. Deswegen schließen wir das. Jetzt, um die Textur noch mal so ein bisschen zu bisschen anzupassen, gehen wir hier auf den Ball, auf die Textur und spielen hier ein bisschen mit den Angaben rum. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr schon mal verschieben. Wenn ihr eine höhere Version habt als ich habe jetzt 12,12.5 oder sowas, also relativ alt. Wenn ihr bei neuen Versionen habt, ihr hier sofort einen Button mit so einem Würfel und auf der einen Seite sind so Karo-Felder und damit könnt ihr dann direkt die Textur verschieben, ohne in diesen Werten rumzuspielen. Aber ich habe was Altes, da müssen wir es machen.
So, jetzt verschieben wir das mal. So, machen wir das ein bisschen kleiner noch. Ups. Ja. So ungefähr von der Breite her ist gut, denke ich. Dinge mal, ne, okay, doch nicht. Ja, so könnte es doch erstmal in Ordnung sein. Ziehen wir das vielleicht noch ein bisschen kleiner. Und dann nochmal verschieben. Okay, zu weit. Bisschen größer. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. So, jetzt können wir natürlich, wenn wir das Ding hier unten haben, und das wollen wir nicht haben, also das könnt ihr wegmachen, deshalb können wir hier bei Wiederholungen auf 1 gehen und dann ist es weg. Dann habt ihr nur oben. Jetzt machen wir uns noch eine schicke Beleuchtung. Zwar machen wir uns einen Boden. Um euch das mal zu zeigen, wie der Text dann aussieht. Und zwar ganz kurz, weißer Boden. Ich mache es wieder so wie immer bei mir. Bei Spiegelung mache ich mir eine Spiegelung für den Boden, weil ich ganz cool finde. Ein Fresnel. Fresnel mache ich weiß und dann kein weiß, sondern ein bisschen mehr grau. Und bei Spiegelung gehe ich dann auf 5. Und bei der Mischstärke auch auf. Und dann machen wir mal 10. Mal 10. So, mal rauf. Und die Textur können wir auch raufziehen auf unsere Tube, auf unser Deckel. Und nun machen wir uns Lichter. Das heißt, wir machen uns einfach nochmal Ebenen. Das heißt, wir gehen auf Würfel, Ebenen. Die Ebenen, die ziehen wir mal ein bisschen kleiner. Aber wir kopieren die. Das heißt, wir gehen auf Klon, also wir klonen die Ebene reinziehen. Signal auf Gitter, Mittel auf 0, Anzahl, ups, Quatsch, 0,3. Und dann den Radius schieben wir uns dann zurecht, wie wir haben wollen. Na, da haben wir natürlich nichts. Machen wir die mal ein bisschen mehr zusammen. Und schieben das dann hoch, das Ding. Und drehen es mal ein bisschen. Und machen wir es in der Textur. Leuchten. Und ziehen die auf Cloner und gucken wir mal, wie es aussieht. Die Wurst machen wir noch ein bisschen kleiner. Ich sehe gerade, die stülpt hier raus. Das heißt, unsere Wurst gehen wir auf Tube und dann auf, wo haben wir die? Na? Okay. Auf Objektwerkzeug, da haben wir es. Sieben wir. Und ja, machen. Ja, können den Spline eigentlich ein bisschen mal gucken, kleiner ziehen. Beziehungsweise generell den Nerv einfach kleiner ziehen. Yep, das ist. Na. Okay, gehen wir auf Kreis und machen den Kreis einfach ein bisschen kleiner. So ungefähr. Wenn und so ist doch okay. So, dann gehen wir noch in eine kleine Textur. Ich weiß jetzt nicht bei Almex, wie das aussieht, aber ich glaube, es ist weiß und es hat so kleine Verkörnungen drin. Das heißt, auf Farbe weiß und dann auf Noise.
Ja, okay, machen wir es erstmal so. Neues, suchen wir uns dann mal was aus. Ich glaube, das ist schon mal ganz okay. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ziehen das dann mal rauf. Ich glaube, das sieht nicht so prickelnd aus, aber gucken wir gleich mal. Können wir hier nochmal auf die Textur gehen und dann UV-Mapping, können wir vielleicht mal Flächenmapping machen, dann verändert sich die Form. Das heißt, wir gehen mal auf Kugel, ja, ich glaube, das ist weg, Zylinder. Quader, ja, gehen wir mal Quader. So, dann müssen wir uns das noch ein bisschen weiterziehen. Und alles soweit auf dem Boden. Den ziehen wir und machen wir uns doch noch ein bisschen größer. Ist doch in Ordnung. Und dann gehen wir, dann ziehen wir natürlich noch in die Höhe. Und was wir natürlich noch machen, ist unsere Voreinstellungen. Das heißt Effekte, Ambient Occlusion und Global Illumination. Illumination, machen wir ganz kurz die Einstellung runter. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das Video dauert schon sehr lange. Aber wir sind gleich fertig. Und rendern wir mal. Also gut, irgendwas war da mit der Beleuchtung nicht so in Ordnung, aber das ist kein Problem. Ich denke mal, das ist zu weit da draußen. Dann Beleuchtung machen wir mal ein bisschen weiter. Na, ein bisschen ja, scheiniger. Machen wir uns mal auch ein. Ja, was eigentlich immer ganz cool rüberkommt, machen wir es mal ganz kurz ein Licht. Ziehen wir das nach hier. Und machen wir ein Licht hier. Das könnte es ein bisschen zu krass sein. Wenn es zwar nicht, dann machen wir mal 70%. Und ein Licht machen wir, und beide Lichter machen wir natürlich Schatten. Okay, ich versuche es nochmal ein ganz kurz, ansonsten muss ich das pausieren und dann meinen eigenen Raum kurz mal machen. Ganz kurz die Farbe angleichen, das ist immer ganz cool. Die eine Farbe ist blau und die andere Farbe ist so ein bisschen orangiger. Hat immer einen ganz coolen Look. Und jetzt gucken wir einfach nochmal. Ja, okay, gut. Also, ich habe jetzt doch wohl nicht ganz den Boden erwischt mit den ganzen, mit der ganzen Creme und die sieht auch ein bisschen scheiße aus. Ein bisschen mit dem ganzen Schwarz drin. Aber ihr kriegt die Idee und das sieht soweit ganz cool aus. Auch sehr hochauflösend, finde ich. Und ihr könnt einfach machen, was ihr wollt. Und so wird es halt gemacht. Ihr könnt noch die zwei Dinger hier, sage ich mal, ein bisschen kleiner ziehen. Dann hat es halt nicht so einen voluminösen Effekt, so wie bei mir gerade. Und ihr könnt es länger weiterziehen, wie ihr wollt. Aber es ist euch hinterher überlassen. Ich wollte euch nur zeigen, wie das geht und wie es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ich wurde jetzt öfter mal, beziehungsweise ich wurde mal gefragt, wie ich denn einen Soundeffekt hinzufügen kann. Und beispielsweise einen Text, beziehungsweise irgendein Objekt zum Beat auf- und abspringen lassen kann, beziehungsweise synchronisieren kann, wie man es in Dubstep-Videos halt hat. Das ist alles kein Hexenwerk, ich zeig euch das kurz und hoffe, das Video wird auch nicht allzu lang werden. Ich werde es in zwei Schritten quasi einteilen. Als erstes mache ich mit euch einen kleinen Text. Das ist